Komplett aufgekriegt. Ich wollte jetzt nicht rausschmeißen. Nee, es hat auch gepasst. Silke Kind vom KSV Wiesig und Marita Siegel.
Liebe aus Ödigheim. Ödigheim. Aus Weißwasser und Gunnar Saar aus Magdeburg, ebenfalls Dritte.
gewollt. Beide also aus Wort an das Wahl. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 2. Ja, und im Doppel sind die Schweizer richtig gut. Auch in dieser Klasse geht der Gesamtsieg im Doppel an die Schweiz. Und zwar an Thomas Schlupp aus Essighofen in der Schweiz und an die Euro. Ja, und wir sind gut in der Zeit. Ich hoffe, dass wir gegen 18 Uhr fertig sind, damit die Gäste auch noch den Flug, den Transfer zum Flughafen schaffen. I hope we will ready at 6 p.m. so that our guests can come. Ganz der Kopf, die Jäger, die Fjellhöhe, ganz der Kopf.
Bravo. Lars Ungemann von TSV Eisbrunn und Christopher Tötz von der SG Eidelstedt Lubo. Wir haben Damasio Cairo von Attiba in Portugal, den Barrao, Cana Dairo von Feijo Almada, Hugo Pax in Portugal, Congratulations for the win! From Denmark, Jesper Jerslund from Exeter in Denmark, and Lasse Kaspersen from Copenhagen. Now, wir im letzten Jahr mit dem Doppel bei den German nicht zu schlagen. Thorsten Bonus von SV Vorwärts Nordhorn und Thorsten Schmitz von E.J.K. Blau-Weiß-Darmstädte. Die Weltmeister gewinnen noch eine Wiederholung von Rammung. So, mehr als die Hälfte ist geschafft. Wir kommen jetzt noch zu den Gesamtklassen. Das geht aber schneller, weil da muss immer nur die Hälfte nach vorne kommen und aufgerufen werden. Damen 3, Trostrunde. Platz 1 für Margarete Stadler aus Frankfurt. Offensichtlich nicht. Wir machen dann die Hauptrunde in Damen 3. Ja, aus dem gleichen Ping-Pong, Parkinson, Schützburg und beide auf Platz 3. Ella Gerhardt und Katrin Bersin aus Münster. Ja, die Elke kommt hier hin zum zweiten Platz. Jetzt stand sie klingeln. Und auf den ersten Platz gehört Marion König aus Leverkusen. Thank you.
Gisela Pazina aus Hamburg. Auf
Platz 3, Bjarne Pecker von Fehlen in Denmark. Natürlich vielen Dank an alle, die
geholfen haben, samt den dann doch viele nachher noch bereit erklärt zu schießen. Ja, der Oberschießen war ich schon weg, aber er hat auch im Turnier angemessen seine Aufgabe als Oberschiedsrichter gemacht. Er wusste, wo er Auge zudrücken musste und wo die Regeln nicht Platz richtig sind. Das hat auch super geklappt. Ja, viele Helfer vom Ping-Pong-Magen-Deutsch-Stiftung in Nordhorn waren hier, haben geholfen, beim Team und bei der Turnierleitung. Ja, und ganz besondere Dank natürlich an die Cheforganisatoren hier vom Ping-Pong-Magen-Deutsch, die hier trainieren. Das sind Marion und Harry Wissler. Noch einmal unser ganz herzliches